Hallöchen, Kinders! Ja, und herzlich willkommen hier zu Floschis Retro-Stunde. Naja, eher zu Floschis Retro 15 Minuten. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja noch meinen Strike und dementsprechend kann ich hier keine richtigen Videos machen. Sprich, der Strike ist erst im April, nee, im Mai weg, wenn ich das richtig... Ja, im Mai ist er weg. Vielleicht auch schon im April, was ich aber nicht so wirklich glaube. Aber das sieht man natürlich dann. Ja, wir kommen zu dem Spiel hier. Diablo 2 Lord of Destructions, also Diablo 2 inklusive Add-on. Ja, warum habe ich gerade das Spiel genommen? Ja, in meinen Augen, oder in vielen anderen vielleicht auch, Diablo war bis jetzt mit einer der besten Spiele, die je mit rausgekommen sind. Ich erinnere mich an die Zeit von damals. Obwohl, das kann ich euch gleich erzählen. Wir starten einfach mal das Spiel, natürlich ein Einzelspieler. Hier haben wir die Heldenklasse. Natürlich eine Amazone, eine Assassine, einen Totenbeschwörer, den Barbar, ein Paladin, eine Zauberin und den Druiden. Ich habe bis jetzt immer den Druiden, den Barbar gespielt. Ich habe einmal den Totenbeschwörer gespielt, einmal den Paladin und einmal den Druiden. Also die Frauen habe ich noch nie gespielt. Aber wie gesagt, sonst spiele ich immer den Barbar. Ja, meine Stimme ist halt noch so ein bisschen, weil ich halt noch ein bisschen die Nachwirkungen nach der Erkältung. Und ja, wir starten einfach mit dem Barbar. Nennen ihn Floschi. Ich auch so, und dann starten wir mal das Video. Okay, das ging. Ja, guten Tag. Du kannst dich mal kurz am kreuzweise einmal einstellen. 600 ist das höchste. Ja, leider. Naja, ist aber nicht so schlimm. Wir sehen natürlich hier alles 1A. Man kann hier perfekt gucken. Ich muss mit den Typen sprechen, der läuft mir sonst die ganze Zeit hinterher. Ja. Seid gegrüßt. Gut, so. Dann kommen wir zu dem Spiel. Wie habe ich das Spiel damals kennengelernt? Ich habe das Spiel damals durch den Paddy, sprich Paddy LPS, kennengelernt. Ich habe das Spiel damals, wann war das? 2002, 2003, 2004, habe ich das Spiel ununterbrochen mit ihm gezockt. Immer, wenn ich am Wochenende bei ihm war. Ich hatte meinen Rechner mit, wir haben gezockt, bis das kommt. Wir haben auch damals mit Mods gespielt, sprich, da kommen tausende von Monster, so viele, dass du kaum noch hinterher kamst, aber ordentlich Level gestiegen bist. Oder halt, dass du mehr Erfahrungspunkte bekommen hast. Also es ist ein klassisches Spiel. Ja, worum geht das eigentlich? So viel wie ich rede, da musste ich mal kurz einen Schluck trinken. Ja, du hast halt einen von deinen Leuten und musst halt, Diablo ganz zum Schluss besiegen. Und ja, ist schon natürlich anspruchsvoll. Es ist sogar Spiel des Jahres. Nur leider ist es ein bisschen zu dunkel hier, dass ich das sehen könnte. Aber hier steht 2001. Oho. Aber auf jeden Fall für Windows XP, ne? Also nicht vergessen. Windows XP, da läuft das. Und sogar noch auf Windows 95. Also nicht schlecht auf jeden Fall, also ich spiele das gerne, es läuft sogar auf Windows 7. Ich glaube, auf Windows 8 läuft das gar nicht mehr. Aber es ist halt so nichts so schlimm. Diablo verfolgt weiterhin den schädlichen Plan, die Menschheit zu versklaven. Indem er die anderen mächtigen Übel, Mephisto und Baal befreit. Erstürmen sie eine riesige Unterwelt von verzweigten Kerkern und unbekannten Wildnis auf ihrer erscheinen oder erstigen Mission. Ja, wir sind natürlich hier im Lager der Jägerinnen. Oh, ich muss erst noch gucken. Man muss ja das Ganze spielt man ja nur mit, teilweise nur mit Maus. Dieses Dorf hier ist immer gleich. Nur dieser Ausgang hier, der kann auch mal da sein, mal da sein, mal da sein. Der ist immer verschieden. So, dann haben wir hier, Kashia. Willkommen in unserer...
von die Schwesternschaft heißt euch willkommen. Von der kriegen wir nachher eine Bogenschützin, natürlich ganz interessant. Hier haben wir einen Wegpunkt. Und natürlich haben wir dann noch hier Warrior, der uns einiges erklärt. Hier haben wir Shari, unsere Mechanikerin, sag ich mal. Unsere, ja, Mechanikerin. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst... unseren Schmied. Hier haben wir Gate mit seinem Glücksspiel. Hallo. Hier Glücksspiel. Da kann man immer gucken, was man hat. Aber das ist natürlich schweineteuer. Aber dafür sind da meist immer echt klasse Sachen mit bei. Also, nicht schlecht. Hier haben wir natürlich unsere Schatztruhe. Und ja... Was haben wir denn hier? Akara. Ich bin in der Wild. Und Zung haben wir unsere erste Quest. Hole eine Höhle des Bösen. Suchen Sie die Höhle in der Wildnis außerhalb der Jägerinnenlager. Oder Jägerinnenlager. Natürlich ist eine einfache Sache, da einfach in die Höhle reinzustürmen und alles klein beizumetzeln. Guck mal, man kann das ganz einfach machen. Ich gehe hier natürlich... Achtung, böse Dämonen und Bestien. Ich könnte hier natürlich jetzt auf den Weg gehen. Mache ich aber nicht. Ich werde natürlich Level steigen und so viele Monster wie möglich zerdeppern. Und dementsprechend gehe ich immer komplett einmal außen rum, bis ich dann halt in die Mitte gehe. Okay, es kann sein, dass ihr jetzt vielleicht die Maus klicken hört, weil das Spiel echt mausempfindlich ist. Oder sprich, man spielt das das Spiel mit der Maus. Dementsprechend könnte es sein, dass ihr da öfters mal die Maus hört. Aber das, ja, das haben viele große YouTuber haben das natürlich auch bei einigen Spielen, dass sie halt da eine Maus zu hören haben. Gerade bei den Standmikrofonen hat man ja das halt, weil das ja halt empfindlicher ist, gerade auf so kleinere Geräusche. Und wir sehen gerade, wir können nicht mehr laufen, nur noch so kleine Schritte und dann halt muss er wieder gehen. Ist halb so wild. Guck mal, hier haben wir wieder einen Fluss. Sprich, wir haben hier ein Ende erreicht. Müssen mal gucken. Hier ist sogar eine Brücke. Über die will ich hier natürlich jetzt noch nicht gehen. Wir wollen ja natürlich gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ob hier noch was zu finden ist. Und ja, auf Alt, meine ich, kann ich gucken, ob der Gegner was fallen gelassen hat. Müssen wir gleich mal gucken, wenn da überhaupt irgendwo was liegt. Ich werde mal kurz R drücken, damit wir mal ein bisschen Ausdauer sammeln. Was haben wir hier? Schein des Fühlens. Sie fühlen sich frischer, okay. Oder erfrischt. Ah, falsche Taste. Ja. So, wir können wieder laufen. Und ja. Wir sehen, hier ist noch nicht so viel los. Schein der Explosion, okay. Toll. Ist ja auch so viel passiert jetzt. Also ich... Wow. Das war nicht nett. Ihr Schweine. Ja, ihr seht, hier sind noch nicht so viele Gegner. Es wird natürlich von Gebiet zu Gebiet anders. Und wir können mal gucken. Ah, auf Alt ist es natürlich. Wir sehen hier ein Gold einsammeln. Und dann gehört das auch uns. So, hier haben wir ein kleines Häuschen. Und wir sehen, hier im ersten Gebiet ist nicht die Höhle. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, ist verschlossen. Okay, jetzt haben wir Pfeile und Bolzen sind eigentlich immer die Sachen, die ich immer liegen lasse. Weil das eigentlich Sachen sind, die braucht man nicht. Es sei denn, man spielt natürlich sowas. Dann benötigt man das. Aber ansonsten ist das eigentlich unwichtig. So, die ganzen Explosionstränke, die brauche ich nicht. Kann ich alle liegen lassen. Weil ich mir... Ja, ich arbeite mit sowas nicht. Oh, ho, ho, alter Verwalter. Da können wir doch gleich mal gucken hier. Bevor wir denn irgendwas machen. Und ja, da gehen wir mal auf Eevee-Inventar. Und dann sehen wir, dass hier einiges rot ist. Sprich, es ist noch nicht identifiziert. Also das müssen wir erst mit dieser blauen, roten Rolle machen. Die blaue ist natürlich für ein Stadtportal. Dann haben wir hier Stiefel, blaue. Sprich, die sind meist mit irgendwas gekoppelt. Sind natürlich ein ganzes Stück besser. Natürlich hier Rüstung, Zauber, Pfeile. Die wir aber nicht tragen können, weil die halt nicht für uns sind, meine ich. Und natürlich eine Schärpe, hier als Gürtel. Und natürlich einen Schlüssel. Ja. Wir wollen natürlich aber weitergehen. Hier, ne, also... Es ist ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich versuche nochmal ein Level zu steigen, damit ich euch das nochmal erklären kann da. Oh, perfekt. So, dann haben wir hier die Fertigkeiten.
Sprich, wir können auf Kampffertigkeit gehen, auf Kampfbeherrschung und auf Kriegsgeschrei. Bei jedem Char ist das anders. Jeder hat was anderes. Und da muss man natürlich sehen, auf was man als erstes geht. Ich gehe natürlich immer auf Kampfbeherrschung, weil ich halt immer zwei Waffen tragen möchte. Und natürlich brauche ich dann halt, wie heißt das, bessere Beherrschung. Und ich bin eigentlich ein Schwertkämpfer. Ich habe gerne zwei Schwerter in der Hand, statt zwei Äxte. Und deswegen mache ich die immer voll. Und natürlich nachher hier noch auf zwei, ne, damit ich zwei Waffen auf einmal tragen kann. Aber da müssen wir erst später hin. So, dann haben wir hier natürlich noch neuer Status. Natürlich hier den Namen von dem Typen, Floshi, denn dem Barbaren. Nächstes Level in 1500 Erfahrungspunkten. Genau, dann Level 2, Erfahrung haben wir 531. Hier haben wir die Stärke auf 30, Geschicklichkeit 20, Vitalität 25 und die Energie auf 10. Hier haben wir 5 Punkte, die wir hier beliebig ersetzen können. Ich gehe mal als erstes auf Stärke. Und sobald irgendeins, meine ich, auf Blau ist, sollte man dort schon wieder, auf jeden Fall dort schon mal wieder raufklicken, damit das nicht zu niedrig ist oder damit das halt mit dem gleichen Wert halt steigen kann. Dann haben wir hier natürlich angreifend Schaden, 4 von 8. Ich glaube, das sind für beide Waffen links und rechts, ich weiß es aber jetzt nicht so genau. Denn angreifend Wert 95%. Hier auch, genau das gleiche, 72 für beide Waffen meine ich. Verteidigung 10 für das Schild. Denn natürlich die Ausdauer, Leben, Mana und hier der Widerstand. Den haben wir aber momentan noch nicht. So, ansonsten Fertigkeit haben wir. Und dann können wir mal ins nächste Gebiet gehen, bevor der Part hier auch bald zu Ende ist. Oder die Retro-Vorstellung. Mal gucken, vielleicht finde ich noch die Höhle. Natürlich haben wir hier noch andere Sachen, Schriftrolle. Und da kommen natürlich noch viele, viele Sachen dazu, also. Also muss man mal sehen, wie das später natürlich im Spiel abläuft. Ich spiele das Spiel ungern alleine, sag ich mal. Ich spiele das gerne mit Leuten und da ist auch schon das erste Gute. Ich habe 3 Leute gefunden, die es mit mir zocken würden. Und ja, mal gucken, wie das Ganze läuft. Also ich werde es auch aufnehmen, auf jeden Fall, für euch. Natürlich werden wir auch alle per Skype telefonieren, weil ich ja natürlich auch die Stimme haben möchte. Und wann das kommt, das weiß ich natürlich nicht. Kann auch sein, dass es erst Ende des Jahres kommt, aber es wird auf jeden Fall ein Let's Play kommen. Es sind viele Schurken hier. Also sprich, ein Let's Play zu Diablo 2, dann natürlich Diablo 3 als Nachfolger auch, genau wie bei Crysis. Ich habe mit Crysis Warhead weitergemacht, dann natürlich kommt noch Crysis 2 wieder und dann natürlich Crysis 3 auch noch. Und ja, lasst euch überraschen, wie das Ganze natürlich weiterläuft. Ich bin sehr froh, euch das gezeigt zu haben. Und mal gucken, vielleicht geht das mit den Retro-Spielen weiter. Mal gucken, ob ich da noch irgendwo Spiele finde in meiner Sammlung. Natürlich, ich habe hier einige Spiele. Mal gucken, ob ich da noch was finden kann. Ansonsten, ja, ihr habt ja letzte Woche Age of Empires gesehen. 2, The Conquerors. Und ja, mal gucken, was ich hier noch bei mir so habe. Ich habe hier noch einiges. Ob es sich zeigen lässt, ist halt was anderes. Und ja, da würde ich sagen, dann sehen wir uns ganz normal im Let's Play wieder. Das war's von mir. Haut rein und mach's gut. Bye, bye.